Da sind wir wieder frisch am Werk. Es funktioniert alles. Die Aufnahme hat funktioniert. Leider funktioniert der liebe Christian nicht mehr. Der hat gerade anscheinend durch den schönen Sahara-Sommer hat er gerade einen Hitzschlag erlitten. Der liegt hier. Hört man das? Hört man das? Ja, der stöhnt hier. Hustet. Den kommen die ganzen Krumen kommen ihm aus dem Hals hoch. Ich habe ein paar Wickel verpasst. Der hat nämlich anscheinend wirklich einen schweren Hitzschlag erlitten. Allerdings soll mich das nicht daran hindern, dieses Spiel lustig munter weiterzuspielen. Der kann ruhig ein bisschen weiter im Hintergrund vor sich hin vegetieren. Ah, du bist ja nett. Ne? Ah, du siehst aber auch ganz schön übel aus. Ich schlafe jetzt erstmal. Ich leg mich mal hin. Oh. Gute Nacht. Ne? Solltest du auch mal lieber machen. Ah, oh, hör bloß auf da. Du stinkst. Los, wie so blau aus allen Löchern. Du stinkst wie ein verrückt. Abgeschotterter Wallach, ey, wirklich. Wie ein alter Iltis, ne? Wie ein Iltis. Oh. Ich brauch erstmal so ein bisschen Verschnaufpause. Du, ich sag mal, so mit knapp 130 Kilo auf den Rippen. Und das ist noch runter. Oh. Also bitte nicht abrunden dein Gewicht. Also wirklich, die Zuschauer immer war es. Immer die Wahrheit. Nicht immer so gemein sein. Das ist doch hier dickenfeindlich, ne? Immer. Ich bin dicken Rassist, ja. Oh, also. Also ich lach auch, wenn ein dicker Mann neben mir vorbeiläuft, dann lache ich einfach mal ganz knallhart. Also das muss ja man sich mal geben, weißt du? Fliegenpilze. Fliegenpilze? Böse Fliegenpilze, ich ne? Ich muss mich erstmal so ein bisschen wieder fangen. Hab keine Axt wirklich, mehr. Oh, so heiß hier, das ist ja. Also. Ein Backofen, das ist gar nichts dagegen. Du meine Güte, du. So, wir müssen ja auch mal ein bisschen gucken. Wieder erholen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ist unser alter Unterschlupf? Wir haben hier ganz verschiedene Basen gebaut, aber irgendwie bringt uns das nichts, wenn wir da nicht mehr zurückfinden. Deshalb rät es sich mal wirklich, die Orientierung zu behalten. Ja, dabei, lieber. Ohne Orientierung, da läuft nichts. Da ist die Kiste aus, ne? Da ist. Also hier. In dem Gelände. Nach draußen, dann nach links gehen. Wenn man links gegangen ist, nach rechts, am Wasserbottich vorbei. Am Wasser. Ich schreite weiter, gern geradeaus. Ja. Hangel mich hier an Lianen, an Gestrüpp, an Geäst. Jawohl. Vorbei. Nach dem Motto, was sagt der Tarzan zu der Jane? Jane, greif meine Liane. Jane greift, was macht Tarzan? Oh, ja, ja. Und so kam der Tarzan-Schrei zustande. Also. Ammerwitz, wa? Ey, immer wirklich. Weißt du, was hier für Leute zugucken? Das sind teilweise noch Jugendliche. Die können mit so einer Art von Humor. Bisschen Witzke machen. Können die nicht viel anfangen. Also, wir haben eine pädagogische Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Hier ist Moorhuhn wieder angesagt. Ja, ja, genau. So eine Art hier. Oha. Hau ich den mal die kleinen Hühnerbeinchen ins Wasser. Lieber Scholli. Ich brauche nämlich was zu essen langsam wieder. Ja, du hast nämlich nur ein halbes Herz. Das halbe Herz wird mir aber auch bald zur Neige gehen. Ja, irgendwann ist das halbe Herz auch weg. Ich brauche ein neues Herz. Das pumpt nicht mehr so richtig. Also langsam fange ich mich auch wieder. Aber du siehst noch gar nicht mehr so. Ein kleiner Kreislaufkollaps. Also kann mal passieren. Weil ich verrenne mich hier. Ich verrenne mich in diesem Spiel. Mehr und mehr. Eieieiei. Mensch, hättest du mal lieber einen Kompass oder so mitnehmen sollen, wa? Das gibt es ja sogar, aber den kann ich noch nicht bauen. Da brauche ich noch bestimmte Ingredienzen. Mag man da jetzt munkeln, aber die habe ich noch nicht. Deshalb, ich muss mir jetzt da gucken, mag ja gemunkelt werden, ne? Aber jetzt sind wir wieder beim Munkeln. Munkeln schreibe ich mir gleich erstmal in meinem Wörterbuch, in meinem Vokabelheftchen. Das würde ich dir auch mal raten. Nur sag mal, was machen wir hier? Wo können wir Felder anlegen? Sieht das alles so gleich aus, als wären wir da schon zigtausend Mal gewesen. Hier, das ist ja der Wasserbassin, ne? Ah, ja, der Wasserbassin. Und guck mal da oben, die Hühner, die lachen. Die Hühner, wie die Hühner auf der Stange, ne? Da sitzen sie alle wie die Hühner auf der Stange. Und überall nur dieses Grünzeug. Also für reine Fleischfresser der absolute Albtraum. No-Go. No-Go. Ein richtiges No-Go. Ist ja heutzutage auch, aber eigentlich total en vogue, wenn man nur noch Gemüse isst. Ne? Das sage ich ja. Könnte ich nicht. Also das wäre ein Leben, das könnte ich, glaube ich. Es wäre vielleicht wünschenswert manchmal, aber ich. Nee. Kann ich mich nicht so durchringen. Nee, ich bin auch kein. Dann lieber so eine deftige Schweinshaxe, schön mit Knödel oder mal eine schöne Bratensoße dazu. Ah, lecker. Schönes Pilzchen hinterher. Ah, das ist doch was anderes. Rustikale, gute Hausmacherart, ne? So muss das sein. Gute rustikale Küche.
Das ist doch, da erwecken doch wieder die Lebensgeister im Manne. Mal einfach radikal rustikal, ne? Richtig, rustikal, mein Lieber, rustikal. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier mache. Ich weiß gar nichts mehr. Sag mal, du läufst hier mit so einem Hackebeile rum und machst nur Nonsens, ne? Das soll aber nicht so bleiben. Ich möchte aber ja. Was zum Geier ist deine Mission? Was ich habe eine Mission. Finden, oder? Ich will eine Zivilisation also aufbauen. Abbauen, das ist ja schön. Ein paar Ocelots vielleicht kalt machen. Ich will eine Zivilisation aufbauen. Ich will Katzen totschlagen mit Äxten. Das ist immer gut. Aua. Ego-Shooter mit Äxten und Ocelots. Gibt sie mir Fleisch? Hör mal. Nee, gib mir kein Fleisch. Das ist nicht gut. Au. Aber. Nun sag mal, wo ist denn jetzt hier unser. Aber ich sag mal, mit dem halben Herzen. Du, da kannst aber lange durchhalten, ne? Mein lieber Scholl. Ja. Normalerweise wärst du jetzt schon. Über alle Berge, ne? Ich hau mir doch gleich meine Doppelherz rein, habe ich dir vorhin schon gesagt. Ja, Doppelherz. Bum, bum. So, hier, wieder ein Wasserbasson. Ja, und da schwimmen über die Hühner. Aber ich will mal lieber so Schweinchen schlachten oder sowas. Ein Schweinchen dick. Das sitzt ja neben mir, mein Freund. Also, ach, also mal ganz, aber nicht pappig, du Hörer. Hier? Wo ist es? Alles geballte Manneskraft. Ich erinnere mich. Hier. War da es in der Nähe. Da ist es. Der dunkle Gang. Aber schon wieder, ab in die Botanik, ne? Ab in die Botanik. Allerdings muss hier irgendwo in der Botanik, tief versteckt... Keine Panik auf der Titanic. Nein, liegen. Ab in die Botanik, ne? Hä, hey, warum sind denn die hier im Gestrüpp versperrt? Das sind so Strauchhühner, ja. Die verstecken sich gerne so in Gestrüppen. So. Das sind alles Strauchhühner. Das ist aber echt komisch, oder? Ein Strauchhuhn. Strauchhuhn? Ja. Was hat das für einen Sinn im Leben, dieses Strauchhuhn? Ja, die verstecken sich immer in Sträuchern. Wie gesagt, legen ihre Eier in ganz abgelegenen Plätzen, damit keine Feinde wie Füchse, Iltisse oder was weiß ich, andere Tierchen an die Eier ran können. Verstehst du? Deshalb versteckst du dich auch immer im Gestrüpp, oder? Ach, ich verstecke mich immer oder? Im das Gestrüpp, ist wenn meine Freundin mich ruft oder so, ne? Nun... Spiel dich mal nicht so hoch, du bist ja Single, ne? Ach, die ganzen weiblichen, musst immer alles verraten. Die ganzen weiblichen Zuschauer über 60, dass die das wissen. Stoffel. Eine Schwofe. Oh, hier ist ein Ocelot. Eine Schwofe ist er, wie es im Buche steht. Mensch, da muss er mich wieder verpfeifen. Das ist doch ein. Ich gehe hier so ein bisschen planlos durch die Gegend. Das mag so erscheinen, das aber ich suche. Ich auch. Ne? Ich überall suche. Nur Grob- und Grünzeug, ne? Alles Unkraut, mein Lieber. Aber. Da haben wir wieder das Bettchen. Aber. Wir wollen doch nicht schlafen, ne? Wir wollen nicht schlafen, wir wollen aber... Schlafen können wir in der Nacht oder wenn wir mausen, ne? Am Tag, da muss man doch aktiv sein, ne? Deshalb wollen wir auch mal richtig aktiv sein. Ich baue mal ein bisschen... Ich will es wohnlich machen. So Marke... Ja. Wohnen nach Wunsch oder was? Wie heißt das eigentlich in vier Wänden? Wohnen, kaufen, mieten, ne? Mieten, kaufen, wohnen. Nicht wohnen, kaufen, mieten. Oder so, ja. Ich will das gleich mal noch ein bisschen mit Saturn auskleiden hier alles, ganz schön. Eigenheit in vier Wände. Da brauche ich keine zwei linken Hände. Du hast doch auch nur zwei linke Hände. Und an jeder Hand fünf Daumen, wolltest du sagen, ne? Ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich glaube den. Mag ich das schon mal gehört haben? Bestimmt. Mir geht das Holz gleich... Nee, ich hab noch. Was? Mir geht dein Holz gleich alle, ne? Ich habe gerade versucht, aus Kies eine Axt zu bauen. Das ja, ist sehr aus gut. Kies, ne? Kies, Pflaster, Steine, ne? Ja. Natursteinpflaster, ne? Natursteinpflaster. Ja. Ich baue... Ach, das gleich ja mit einem Tasten noch. So. Daraus baue ich mir jetzt ein paar Stöcker. Ja. Mit Stöckern, da fährt man immer gut. Also immer ein paar Stöcker in der Hose haben. Na, ein Stock genug nicht. Genug nicht, ja. Du bist mir ja schon so ein, ne? Ich bin so ein, was? Was bin ich, was? Ein Filou bist du mir. Ein Filou, das hast du dir beinahe gedacht, dass das aus meinem Munde jetzt kommt, nicht? Nee, ich hätte mir da was ganz anderes rauskommen gedacht. Oha, also das möchte ich jetzt nicht hören. Zum Beispiel deine Stimme. Na, das war natürlich jetzt sehr einfallsreich. Das war einfach. Aber zurück zur Erde und Kies. Was geht jetzt ab? Ich pack mal hier diesen ganzen Gestrüppel. Zuckerrohr. Hier kannst du ja gleich einen Schnaps brennen. Zuckerrohr-Schnaps. Wie auf Kuba, ne? So einen schönen Rum. Einen leckeren Grog. Einen steifen Grog. Den müssen wir trinken. Seemannskameraden. Gleich kommt eine heiße Brise. Ne? Dazu müssen die Zuschauer jetzt ja wirklich Zuschauer. Dass der liebe Christian ja, ich glaube, 2-3 Jahre auf der Gorge Fock war, ne? Ja, war ich. In der Tat. Das ist jetzt kein Scheiß, meine. Ich war auf diesem Schiff. Es war eine herrliche Zeit. Ich hab's nicht bereut. Also, ich war auch als Seemann unter... Also, ich hatte in meinem Leben schon einige Jobs hinter mir.
Also, ich kann dir da Geschichten erzählen. Ich baue mir mal einen. Der Hammer. Der Hammer. Der Hammer vom Feind. Der Hammerhai, ne, sag ich immer. Ein Hammerhai. Ich baue mal den Hammer hier. Genau. Ich baue mal so einen kleinen Eingang. Hammer, wie du dich bewegst hier in dem Aufstieg. Hammer. Oh, jetzt hab ich den Eingang ein bisschen jetzt hast du für Zwergen. Bisschen so einen Zwergeneingang habe ich gebaut. Na, ich sing dir lieber keinen, sonst machst du da wieder alle falsch. Was hast du denn heute irgendwie? Irgendwie kommt die Musik, die platzt nahezu aus dir raus, oder? Die ganzen alten Hits, du, die kommen da wie aus der Pistole geschossen. Ich fühle mich aber auch ein bisschen beengt in diesem guten Heim. Ja, da musst du ein bisschen Platz schaffen und alles freihacken, sage ich mal. Stein, wo ist Stein? Stein habe ich in der Stein Kiste. Stein um Stein mauere ich dich ein. Ich werde immer bei dir sein. Ach, schön. Na, siehst du wohl. Danke, dass du das gesagt hast, mein Freund. Ich baue mir ein Spa. Epische Worte. Ah, einen Moment, ich kann ja auch mal ein bisschen in die Aggressive gehen und mir ein Steinschwert ins Revier packen. Aus Stock und Stein, nicht? Wie sie in Hamburg sagen. Aus Stock und Stein, ne? Stört der Bäcker. So, ich mach das mal ein bisschen hier. Ah, ja. Baue ich mir den Eingang so? Muss ich mir erstmal die Lauschlappen ein bisschen frei machen. Ah, so. Und? Was war was drinne? Fündig geworden? Ah. 10 Sack Kartoffel und 2 Sack Möhren. Das reicht, ne? Das reicht. Na, siehst du wohl. Guck mal, ich kann aus. Jetzt nur zum Spiel, ne? Oh, Äpfel hast Nachdem wir hier 13.000 Folgen einfach nur durchgeschwäfelt haben. Durchgeschwäfelt? Ich habe eine Tür gebaut. Was macht man mit Türen bekanntlich? Auf und zu. Türen gehen auf. Ach, sie gehen zu. Richtig. In der Tat. Sag Tür auf, Tür zu. Nee, andersrum, oder? Nee, ja. Gut. Tür zu, Tür auf. Ja, so. Und ich glaube, es wird wieder dunkel oder hell. Ach, ich lach doch über die Dunkelheit hier, weißt du? Ich lach doch drüber. Sonnenuntergang. Das ist jetzt meine beschauliche Bude. Du kannst dir schon mal einen schönen Namen für dieses... Erste? Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Pass auf, mein Prozessor explodiert gleich, wenn du so weiter. Oh, dein Prozessor. Nö, der will sagen, fütter mich mit mehr Hits, mein Bester. Fütter mich mit mehr Hits. Fraps schreit im Hintergrund nach sofortigem Ende. Guck mal, wie schnell das dunkel wird. Ja, das ist gefährlich. Vor allem... Die Tage werden kürzer. Die Tage werden immer kürzer. Und ich sollte mich jetzt... Oh, da kommen schon die Toten. Die Toten sind auferstanden. Meine Güte, Zombies sind ja auch noch da. Siehste. Ich baue hier Sicherheits... Die können Türen einrissen. Ich baue hier nochmal eine extra Schutzdreckschicht hin. Eine Schutzdreckschicht. Ja. Mache ich auch immer zu Hause, bevor ich schlafen gehe. Ich baue einfach mal überall Dreck um mich rum. Das ist immer ganz gut. Da bist du immer gut gewappnet. Und dann legt man sich immer flach. Also sehr spartanisch und asketisch, würde ich sagen. Ne? Aber so ist das im Leben. Ne? So, jetzt bin ich aufgestanden. Frisch ans Werk gehe ich frisch hier. Frisch ans Werk geht der Maurer ran. Huch, da mache ich mal den ganzen Dreck, diesen ganzen Schmodder. Und in Mörtel dann. Huch. Oh nee. Oh, was hast du jetzt wieder gemacht? Hier oben ist ja, das ist ja nicht so schön, oder? Kann ich... Nee, ne? Hier geht mir das Dach auseinander. Aber muss ich noch ein bisschen sehen, es ist wieder hell. Bisschen Dreck hier. Bisschen Dreck pflanzen. Ein bisschen Dreck pflanzen. Das war natürlich nicht so gedacht, dass ich wollte hier ein bisschen größer, ein bisschen geräumiger. Dann gehe ich mal einen in die Tiefe hier noch. Jawohl. Oh. Und da stoßen wir gleich auf eine Steinsschicht. Des Steins. Mehrere Sedimente reihen sich hier. Lied an Lied. Aber das kennst du ja, ne? Als Geologe. Naja, aus der Erdkunde damals, na klar, als ehemaliger Geo-Experte. Du meinst, Erdkunde oder Geografie solltest du nicht in den Mund nehmen, bei dir war das ja immer WUK. Ne? WUK, genau. WUK. W-U-K. Welt- und Umweltkunde. Richtig. Huch, da, oh, guck mal. Weißt du, man sucht sich hier blind an Kohle und was ist im Boden? Das gute, verheißungsvolle, schöne Material. Jawohl. Aus der Stoff, aus dem Träume sind. Ne? Richtig. Kohle. Genau, mein Lieber. Oh, mir schwitzen die Hände. Meine Maus, oh, die gleitet einfach nur über ich das Schild. Ich schwitze einfach. Ich bin nur einfach so, eine, so wie so ein aufgedunsener, feuchter Schwamm. Wie so ein alter Sack. Du bist auch wie so ein modriger Sack, weißt du? Ich triefe wie ein Wasserfall, hör mal. Wie ein Wasserfall. Aber ein Wasserfall von der übelsten Sorte, ne? So ein Schweißfall, also ja. Also wie so ein Niagara-Fall, ne? So, dann haben wir unser Bett, ja, ist jetzt ein bisschen erhöht, das müssen wir mal abbauen. Hier sind wir schon mindestens 10.000 Grad im Raum, wenn ich irre. 11.000. Lass mal 11.000 Grad sein. 11.000 Grad. Das nur mal so über den Daumen gekehrt, ne? Gepeilt, sag ich mal, genau. Ja, so, ich baue mal hier ein bisschen geräumiger. Ich bin ja dem Luxus nicht abgesagt, ne, abgeneigt. Richtig, so ein bisschen Luxus kann nie schaden sein. Ne? Und schon haben wir innerhalb von wenigen Sekunden das Penthouse von Harald Glöckler hier unter der Erde geschaffen.
Pompös. Pompös würde ich mal sagen. Pompös, hör mal. So. Mein lieber Scholli. Jetzt wissen gleich alle Zuschauer, was wir für eine Scheiße werden. Oh, Scheiße darf ich eigentlich nicht im Mund nehmen. Macht man auch nicht. Zügel dich. Schiede, sage ich da lieber, oder? Oder Schiegepins. Schiegepins, ja. Richtig, Schiegepins. Also zukünftig statt... Genau, Schiegepins sagst du. Schiegepins. Ich baue mir mal hier mein schönes Himmelsbett hin. Und ein Himmelsbett, das finde ich nett. So, dann baue ich mir mal hier die Kiste in die Kiste in die Eck hinein. Und baue mal alles hier, alles mal rein. Entladen, entleeren, entabfüllen. Und ein Apfel hat er sogar. Guck, ich habe 14 Eier. Der rote Apfel von Schneewittchen. 14 Eier, wo krieg ich denn? 14 Eiersche. Wo hole ich die denn raus? Na, am besten, am günstigsten kriegst du die beim Bauern. Ne? Pro Ei 50 Cent. Echt? So, na klar. Das ist aber günstig. Ich brauche gerade. Frisch vom Land. Ich habe ja noch was vor. Da sind die Eier, immer ganz bekannt. Mm-hmm. Na. Also, gleich, ne? Gleich pflück ich dich auseinander. Du, da bleibt aber nicht von viel übrig. Ich habe jetzt gerade eine steinerne Feldhacke gebaut. Eine Feldhacke, na. Da kann ich was ganz Schönes mitmachen. Also, man ist ich in der Steinzeit versetzt. Und das ist man hier. Mit einer Steinfeldhacke. Ich baue mal hier das ganze Gestrüpp. Ja, eher so eine schöne Sichel oder eine schöne schärfte Doppelaxt oder eine Sense bevorzugen. Aber naja. Jedem das seine, jedem das meiste. Da sagt man immer, jedem Tierchen sein Blässierchen, ne? Richtig. Und ich baue mal hier fleißig und ganz fleißig. Fleißig. Ein Fleiß, du bist ja ein fleißiges Lieschen gerade. Ja. Na. Ich bin ja der Gartenarbeit nicht abgetan, muss man dazu sagen. Ah, hier ist das immer. Ein bisschen Botanik schadet nie. So, ich baue mal hier. Fleißig, fleißig. Fleißig, fleißig. Wie ein fleißiges Lieschen. Bisschen Unkraut jäten. Das genau. ist auch so eine Aufgabe. Oh, mein Gicht meldet sich wieder zurück. Hast du das gehört? Mein Gicht. Soll ich dir noch... Meine Knochen sind auch nicht... Naja, ich sag mal, bei so viel Gewicht, naja, da muss man halt so ein bisschen aufpassen, ne? Ich salz dich gleich noch mal in der Aufnahmepause ein. Ah, das wirst du tun für mich. Mensch, du bist ja ein richtiger Schatz. Weil dir röten sich auch schon wieder die Augen, deine krummen Finger. Ja, die Augen röten schon wieder so komisch. Meine Pfoten, du, die werden wieder dick. Ja, weil ja, wir haben so viel Feuchtigkeit im Raum hier. Das ist wirklich wie auf Mallorca, ne? Wie auf einer Insel. Hohe, ich sag mal, bestimmt haben wir hier 70% Luftfeuchtigkeit. Ne? Ja. Wie auf den Philippinen, oder mal. Oh, da würde ich gerne mal hin. Ja, auf die Philippinen würde ich gerne mal. Ja, siehst du mal. Du nicht? Was ist denn so dein Traumziel? Ach, das ist ja einfach mal interessant zu hören. Ich sag mal, so Braunschweig, Atomuhr, wäre schon mal nicht verkehrt, sag ich mal. Ne? Oh, ist das schlecht gerade. Also, ja, okay. Du, das muss man gesehen haben, ne? Also das ist Fernsehen habe ich schon. Also mein Traumreiseziel wäre echt Braunschweig. Die Atomuhr. Die Atomuhr besichtigen. Klasse, das habe ich auch. Von innen und von außen. Also komplett eine Führung mal mitmachen und so ein bisschen Wissen mit mir wieder aneignen und aufsaugen. Finde ich ein schöner Wunsch. Also das wäre so mein Traum. Huch. Oh. Oh. Du bist gestorben. Was ist du mit? Du bist gestorben. Kurando wurde lebendig begraben. Das passiert. Oh, das kann passieren. Begraben. Das ist auch ein Film. Warum ist mein mein Mannequin ist jetzt wieder? Oh, jetzt hast du eine ganz andere Figur. Hä? Dein Bett wurde blockiert oder zerstört. Was? Wie? Jetzt bist du ein anderer. Oh. Nee, oder? Aber ich höre eine schöne, seichte Pianomusik. Ist das hier jetzt im Körper des Feindes oder warum bin ich auf einmal ein anderer? Das Leben der anderen? Ah, Face Off, machst du einen auf Nicolas Cage und John Travolta. Jetzt bin ich wieder hier im ganzen, weißt du? Aber hör mal, diese seichten, schönen Klänge. Die kommen aus mir. Das ist mein Frohmut, der hier Musik erscheinen lässt. Transzendente Musik strömt durch den Raum, mein lieber Christian. Also, das hätte ich jetzt von dir nicht gedacht. So ein Filou, also ich weiß ja, dass du ein Filou bist, aber so ein Filou? Nee. Ich bin der Filou der Filous. Aber wirklich, also da ziehe ich echt jetzt... meine Mütze vor. Ne? Aber was ist jetzt mit unserem kleinen Unterschlupf? Finde ich den? Das wird ich glaube, das ist alles vergraben, verbuddelt und da ist... Du musst dir eine neue Heimat aufsuchen. Hä, was ist denn da? Das kann doch nicht passiert ich glaub, sein. Das ist jetzt alles ein Neuanfang. Quasi. Ich will nicht nochmal neu. Ich will da wieder hin. Das war so schön. Neues Mannequin. Oh, komm hier, die Katzenbabys, weißt du? Ocelot. Hier, alles neu. Was wollt ihr von mir, ihr? Na, weißt du? Wir sind ja jetzt so ein bisschen aufgestachelt, mein Lieber. Hm? Ja, das Problem ist...
Ich habe das schon wirklich, vor meinem geistigen Auge habe ich da so ein richtiges Apartment habe ich da schon gebaut. Ja, weiß. Und dann passiert sowas, weißt du dann? Du wolltest dich ja richtig schön einrichten, aber da wurde dir ein dicker, fetter Strich durch die Rechnung gezogen. Was bin ich? Nicht mehr als ein Kummerkind. Also jetzt bist du wirklich eine kleine Schwurfe. Eine Schwurfe. Vom Filou schon Schwurfe ja. Down degradiert. Gepeinigt. Guck mal, hier, Eier. Eier. Oha. Gib mal Eier. Weißt du, dass ich wenigstens ein paar Eier in den Händen habe. Auweia, ne? Auweia, der Hahn hat keine Eier. Na, auch ein Hit, wa? Das ist ein super Hit. Aber hallo. Also wenn das so weitergeht, dieses Let's Play, dann geht es nicht über Folge 10 rüber. 10 mal Gold, 2 mal Platin, würde ich sagen, ne? Wo ist denn das jetzt? Wo bin ich gestorben? Da hast du erstmal ein schönes... Mensch, hast doch ein Swimmingpool. Genial, ja, für deine Nase. Ich will jetzt nicht diesen, ich will meinen. Ich will doch meinen, mein Freund. Na, so langsam machen mir so Gedanken, du. Wie? Bitte was? Wie? Hier sind bald nur Katzen, was ist das? Na, Cat. Le KC ist hier nur. Ja. Aber es bringt mir nichts. Hier ist wieder Wüste, die Wüste. Die Wüste lebt von Walt Disney. Könnte das denn die auch... Hä? Da schreien die Wolken wieder. Könnte das die besagte Wüste sein? Oh. Mag man meinen, dass es sie ist? Hier, da waren wir doch schon mal. Das ist alles dieselbe Ortschaft. Da fällt mir gleich ein Hai aus der Hand. Hai, du bist mir ein. Oh, du bist mir auch so ein Marco-Hai. Mako-Hai. Mako. Ein Mako. Ein Makro. Ein Makro. Makro. Dissension. Na, siehst du? Ach, guck mal, da ist mein ganzer Gestrüpp. Da ist es doch. Da ist es doch. Alles wieder da. Ach, guck mal. Mein Bett soll verschüttet sein. Na, ich bitte euch, liebe Leute. Das ist doch ein Apartment vom Herrn, hör mal, wa? Liebe Minecraft-Entwickler, lieber Herr Notch. Also, nächstes Mal, ne? Nicht hier mit Lügen sich hier rauswinden, nee. Ja, das ist hier alles noch heile. Guck mal, mein schöner Leuchter. Aber mein Lieber, auch ein paar Profis kann man ein paar Bäder unterlaufen, ne? Darf nicht sein. Also, sonst ist kein Profi, oder? Oha. Also, ich baue mir mal hier ganz freimütig hier ein Schloss. Ich baue mir ein Schloss, das in den Wolken liegt. Na, siehst du, ich baue hier ein Guck mal ganz kurz hier. Siehst du die Schublade? Oh ja. Siehst du den Revolver? Oh. Sag mal. Weißt Bescheid, oder? Ich glaube. Das ist ja nur eine Waffe. Wir sind noch nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist eine Wasserpistole, mein Freund. Ach, du bist mir ein. Nee, das ist. Das sieht aber sau echt. Nee, das ist so eine Nerf Vortex, so eine Pappmaché-Waffe, weißt du? Du, mein Herz, das war gerade unten in der Schuhsohle, du einmal. Von mir brauchst du keine Angst haben. Ich. Ich dachte, jetzt sieht deine Knarre in der Kerl. Ich kämpfe nur mit Feder und Papier, mein Freund. Ja, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ne? Ich zimmer mal hier ein... Shakespeare. Ein Holzboden. Was war das denn jetzt? Ah, das war so ein kleiner, wieder ein... Elefantu-I-Maus. Oh, jetzt habe ich ihn unter dem Bett hier. Ah, Mensch. Zack. Hier sind bestimmt mindestens 11.500 Grad. Ich habe bestimmt 30 Kilo heute abgenommen, wa? Oder? Also bin ich dünner geworden? Ja, bestimmt, ne? So ein bisschen. Ganz bisschen. Na, bisschen. Immerhin, ne? Immerhin. Also ich du gibst... Immer, ich sag mal, besser bisschen als gar nicht. Du gibst dir wenigstens Mühe. Also, mein T-Shirt kannst du zerschnippeln und bei McDonald's als Erfrischungstücher so bereitlegen, ne? Meine Güte. Du kannst es auf eine Fritteuse legen und als... Ich fühle mich wie so ein durchnässter, glitschiger, geräucherter Aal, ne? Wie so ein Aal, ne? Also, du riechst auch so, oh, wie schön du das Aal betont hast, das stimmt ja. Wie so ein Aal, sagen die Hamburger. Hier ein Aal für Sie, meine Damen, ne? Alter, den Zuschauern platzt gleich das Trommelfell quer durch den Raum. Die können das ab. Die hören doch alle hier ihre MP3 und so und... Ah. Die können das ab. Wochenende sind sie alle in der Disco und bum, bum, bum. Was hört man denn heutzutage so? Ich bin ja, da, das ist ja so ein also Feld. Ich sag mal so Jürgen Drews oder Michael Wendler, ne? Ist das wirklich so? Hört man Jürgen Oder Drews? Vielleicht so ein bisschen alte Klassiker von Dean Martin oder Frank Sinatra, ne? Also ich darf ja keine Musik hören, hier ist ja Musikverbot bei mir zu Hause. Nee, meine, doch, ist alles ganz kritisch hier. Ah, na gut, dass ich dir mal ein paar Hits mal vortrelle, damit du mal überhaupt mitkriegst, was so an guten Hits so. Ne, es hier auf der Welt gibt. Hör mal. Ich baue mal ein paar bei Fackelken, damit ich mir auch den Weg demnächst hier... Ach, du mit deiner Elefantiasis, weißt du? Elefantiasis, na. Du, das ist eine ganz böse Krankheit. Ich weiß, da gibt es auch einen Film. Stell dir vor, du hast den Rüssel auf dem Kopf anstatt... Naja, ne? Hä?
Ich baue dir ein Schloss. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Das in den Wolken liegt. Also so manchmal, ne? Ich bin dein Pilot, der dich in den Himmel fliegt. Bidi, bidi. Was? Für dich tue ich alles, alles, was es nur gibt. Ich kann nicht mehr. Ich hab nur ein Schloss, das in den Wolken liegt. Fertig? Also bist du fertig? Sagen, ich hab doch ein Goldkehlchen, oder mein Lieber? Bevor du mir hier ins Herzinfarkt kriegst. Huch. So, kann man das auch so? Oh. Mein lieber Scholli, du. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also heute bin ich richtig durchnässt, durchschwitzt und Haben wir eigentlich schon betont, dass es hier echt warm ist gerade? Es ist höllisch warm. Nächstes Mal Oh, das ist anders Holz, ne? Also ich glaube, wenn wir mal so einen Ausflug in Dubai machen, da muss es richtig... Das ist nicht schön. Da sind wir schon abgehärtet, ne? Da sind wir abgehärtet. Oder mal in der Sahara oder in der Namibwüste. Ach, das ist alles Tropenholz. Oh, das ist ja räudig, oder? Das ist anderes, ne? Tropenholz. Guck mal, das sieht aber hässlich aus. Ich mach mal das weg hier wieder. Na. Wenn schon der Auge des Betrachters hier, ne? Der isst ja genau. Bekanntlich mit. Und der Auge des Betrachters. Das Auge des Betrachters, mein Lieber. Nein, für mich ist das... Ich bin der. Ich hab die Artikel nicht richtig gelernt hier. Ach so, du bist mir so gutz. Harter Schwurf hier, wo? Da werf ich gleich mal ein Ei an der Wand. Also, weißt du? Da fällt mir nur zu ein. Christian brennt. Ja, so, ein Brandgeräusch. So weit, ein Brandgeräusch. Da fällt mir nur ein. Mir fällt eigentlich bei Eier fällt mir immer nur Tamagotchi ein. Motto, oh, Sie wollten sich bei uns bewerben. Ja, was sind denn so Ihre Qualifikationen? Erzählen Sie mal, plaudern Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen. Na denn? Also du bist voraussichtlich immer brennend zum Bewerbungsgespräch. Genau, sobald er mich fragte, du, da stand mein Leib in lodernden Flammen. Ich brannte dich da loh. Ich kann mir jetzt... Wie so ein oller Weihnachtsbaum. Einen Ofen bauen, einen Ofen. Ich baue mir gleich zwei Öfen. Ich baue mir einen Ofen, wo ich meinen Kuchen backe. Mensch, oh, bitte. Oder wolltest du wieder Slave to the Rhythm? Das hatten wir, glaube ich, jetzt. Das ist das dritte Mal schon. Slave to the Rhythm. Ja, Grace Jones, einziger und erfolgreichster Hit. Das war's. Ne?